Guten Morgen! Wir fliegen gleich 1,5 Stunden nach Joby. Johannesburg. Und ein bisschen Aufenthalt und dann geht's weiter nach Singapur. Und dann werden wir dort 3 Nächte, 4 Tage verbleiben und uns eine schöne Zeit machen. Okay, bis später. Es ist Samstag, der 24. Februar und damit der 22. Tag unserer Weltreise. Ja, wir sind heute Morgen angekommen, haben kaum geschlafen. Der Flug mit Singapore Airlines war zwar genial, super Service, alles perfekt. Da kann sich jede andere Airline eine dicke Scheibe von abschneiden. Aber wir waren natürlich trotzdem platt, haben wenig bis gar nicht geschlafen. Wie gesagt, zu Mila, die hat 5-6 Stunden geschlafen von den knapp 10, die wir geflogen sind. Ja, konnten dann Gott sei Dank schon aufs Zimmer und haben dann 1, 2, 3 Stündchen geschlafen, waren kurz im Pool. Auf der Dachterrasse sind jetzt angekommen in Chinatown, denn wir hatten echt Hunger. Und sind hier, ja, von außen sah es aus wie ein Parkhaus. Ich muss euch das mal zeigen. Ja, also es ist wirklich so eine Food Court, wie es, ja, total authentisch hier. Finde ich richtig geil. Essen super billig. Ich liebe ja zum Beispiel Peking-Enten und die gibt es ja ganz häufig und vor allen Dingen Peking-Ente für 4 Singapur-Dollar. Na, das sind ja knapp 3 Euro und ich habe mir gerade, hier hängen sie gerade, ich habe mir hier vorne welche geholt. Also wirklich super lecker, sehr zu empfehlen und für den Preis. Aber hier verirren sich auch keine Touristen mehr hin, denn von außen sieht das Ganze aus wie ein Parkhaus. Ja, unglaublich, was hier los ist. Das muss jetzt so eine Neujahrsparade sein, in die wir hier geraten sind. Also, das heißt geraten, ich hätte ja Tickets vorher gekauft, war die einzig interessante Veranstaltung für den Zeitraum, wo wir hier sind. Wir wollen mal gucken, was uns hier erwartet. Die Stimmung ist auf jeden Fall grandios. Keine Ahnung, wo wir hier jetzt schon wieder gelandet sind, Mila. Was ist das hier? Die nächste Party. Wir wollten eigentlich nur nach Hause gehen. Hier ist schon wieder ein riesen Food Court. Essen, trinken, tralala. Und was ist da hinten, Mila? Das Gegenteil. Ist hier irgendwas, ne? Gehen wir ins Auto mal gucken.
Ja, das war schon ein wirklich aufregender Tag heute, von vorne bis hinten. Wir waren zeitweise ja todmüde, haben uns dann im Pool ein bisschen wachgeschwommen, dann haben wir doch noch mal ein bisschen geschlafen. Hatten ja dann Tickets für diese Veranstaltung heute, die auch wirklich absolut faszinierend war. Wir sind da doch ein bisschen früher gegangen, wollten schon längst nach Hause und dann sind wir wieder aufgehalten worden, weil hier am Hafenbereich, am Bay Sands hier so viel los war, da konnten wir nicht gehen. Und jetzt werden wir auch noch mit einem kleinen Feuerwerk hier verabschiedet und mit dieser wahnsinnig imposanten Skyline hier in Singapur wollen wir uns auch für heute verabschieden. Ich schwenke noch mal ein bisschen rum, die Hochhäuser hier auf der einen Seite.